Hallo und herzlich willkommen zum Gasstation Simulator. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Irgendwie finde ich das immer noch schade. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, dass die nicht so einen Manager implementiert haben oder beziehungsweise man den Mitarbeitern sagen kann, hör mal, füll bitte das Regal auf. Das wäre nämlich ultra hilfreich, vor allem, weil ich jetzt gerade in 3 Gebäuden aktuell agiere, beziehungsweise sogar mehr. 1, dann die Werkstatt, 2, Lager 3 und hier 4. 4 Gebäude renne ich immer hin und her und das ist ein bisschen sehr stressig. Vor allem, wenn, wie ich das schon mal gesagt hatte, wenn du das Spiel gerade neu hast, du wirst ja so überflutet mit den ganzen Aufgaben. Oder wird das dann nach und nach alles? Ja, egal. So, auf jeden Fall gucken wir mal. Wir haben eine Maschine aus Kanada. Die wollen das haben. Okay, und die bringen eigentlich nichts so Tolles mit, außer ein Dreamcatcher. Marble-Sirup. Ah ja, wir müssen uns auch noch damit befassen. Oder beziehungsweise nochmal herausfinden, wo ich die Sachen herkriege aus meinem, was ich hier handle. Weil das wäre schon sehr hilfreich, ne? Weil ich kaufe und kaufe und kaufe oder beziehungsweise trade und ich weiß nicht, wie ich die ganzen Sachen bekomme oder verkaufen kann. Oder sind die nur zum Handeln da? Könnte natürlich auch sein. Kommt da jetzt noch eine Maschine? Warte mal. Nee, Freunde. Das ist doch... Nee, gut. Okay. So, guten Tag. So, einmal voll tanken. Ah, ich muss ja warten. So, Moment. Jetzt? Nein. Und jetzt? Ja. Wenn der Kreis erleuchtet, kannst du loslegen. So. Okay, $178. Dann traden wir mal. Blaupause. Ich wusste gar nicht, dass die auch Blaupause hatte. Weil da stand ja nichts. Kanadischer Whisky. Okay, kanadischer Whisky werde ich auf jeden Fall traden, weil das ist Alkohol. Nicht, weil das jetzt nur Alkohol ist, sondern weil die, Moment, noch ein bisschen mehr. Okay. Noch mehr? Freunde? Freunde? Okay, ich mache Whisky ein bisschen weniger. Weil die werde ich auf jeden Fall da reinsetzen können. In das Regal. Und wenn die jetzt nicht mehr angezeigt werden... So, handeln. Ja, erfolgreich, sehr schön. Okay, guten Tag. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie bekommen. Dann können wir nämlich auch mit den anderen Sachen handeln. Dann gucken wir mal. So, also wir gehen einmal rüber. Gehen einmal hier hin. Und Lager am Flughafen. Ja. Okay. Es gibt keine Getränke mehr. Boah, wie habe ich das denn gemacht? Okay, wir haben auf jeden Fall Premium-Whisky gekauft. Getradet. Premium-Whisky. Premium-Whisky hieß ja, glaube ich, nur, ne? Premium-Whisky. Der wird mir gar nicht angezeigt. Wie bekomme ich... Flughafenlager, da ist er doch. Aha! So geht das. Guck mal, ich hab's herausgefunden. Hier. Ja, ja, alles zum Lager bringen. Ja, geht zum Lagerhaus, genau. Das können wir da lassen, weil die, wir arbeiten da übergreifend. So, das machen wir auch hier hin. Und das schieben wir dann auch hier hin. Ich habe es gefunden, Freunde. Ich habe es gefunden, sehr geil. So, und dann können wir sagen, hier... Hab ich irgendwas vergessen? Flughafenlager. Nee. Okay, was will ich mit der Pflanze? Lager. So, ich hab das jetzt alles im Lager, ne? Produkte. Puh. Ja, so, ich hab jetzt alles hier. Da sind sie. Maple Syrup, Premium Whisky und so weiter. Wieso kann ich das denn hier? Wieso wird mir das denn nicht angezeigt? Der Whisky vor allem. Hier habe ich auch nichts. Es ist sehr komisch. Ah, da ist der Whisky. Ah, ich habe ihn gefunden. Da hätte ich eigentlich auch hier klicken können. Okay, alles klar. Ja, jetzt verstehe ich. Das heißt, hier kommt nur diese Premium Softdrinks, nicht der Alkohol. Ich habe es verstanden. Und dann brauchen wir das nicht rüberschieben, sondern ich brauche einfach nur hier klicken. Ja, okay. Es ist auch ein bisschen schwierig manchmal, weißt du? Du bist am Let's Playen, unterhalten, ne? Lalala. Und dann, ist schon wieder ein Flugzeug. Okay, und dann passt du nicht immer so ganz genau auf. Das passiert schon mal. So, Aufgabenliste, leg eine Pause ein. Dann machst du einmal die Kasse, bitte. Kasse? Da. So, dann haben wir hier noch Aufgabenliste tanken, genau.
Und Werkstatt haben wir, ja, Werkstatt haben wir, Müll, so, Müll packen wir auch wieder weg. Fertig. Ach, da hinten ist auch noch Müll. Ja, ich mach das schon weg. Hier, guck mal, bam. So, und dann weg damit. Sehr schön. So, wir müssen wieder da hinten hin, genau. Wir gehen einmal hier hin. Guten Tag, einmal voll tanken, sehr gerne. Dann machen wir das mal ganz kurz hier. $288. Und was haben sie dabei? Eine Blaupause, das ist sehr schön. Das nehme ich natürlich. Kakao sehe ich jetzt nicht. Innenraumreiniger. Ist wahrscheinlich hier günstiger, aber brauche ich jetzt nicht. Sollen wir Kakao nehmen? Nee. Oder? Ein paar können wir ja nehmen, ne? 40 so. So, 40. Und dann handeln wir gegen die hier. Okay. Die sind echt teuer. Okay, Kakao vielleicht nur 20. 11. Okay, 11 geht. Okay. Dann machen wir 13. Oh, erfolgreich. Sehr schön. So, guten Flug noch. Und fliegen Sie vorsichtig. Ihre Maschine qualmt so ein bisschen verdächtig. Wollte ich nur kurz anmerken. So, Kakao. Waren das jetzt Kakaobohnen oder war das jetzt Kakao als Softdrink? Nein. Ach, nee. Ja. Was? Wie, wow, pass auf. Ja, ich habe das Lager, das Regal jetzt aus Versehen genommen. Ah, war dumm. So. Place all, genau. Und dann Kakao. Ja. Nice. Ah, da ist schon wieder jemand abgestürzt, oder? Ja, da hinten ist schon wieder jemand abgestürzt. Ich glaube, das ist der Joe. Ich glaube, der Joe ist wieder abgestürzt. Müssen wir Joe holen? Weil ist ja nicht als Aufgabe, ne? Zeit könnte ich mir auch sparen, theoretisch. Sag mal, komme ich mit der Kraftstoff-Zapfsäule? Ist das anderes Benzin? Kann ich gar nicht. Bis da hinten hin? Beziehungsweise bis zu dem, hier, dem Abschlepper? Naja, so, was haben wir? Ah, ja, Moment. So, jetzt? Nein. Jetzt? Ja, sehr schön. So, einmal voll tanken, sehr gerne. Und sie haben eine Blaupause, das ist super. Blaupausen handle ich sehr gerne. Wir haben hier, guck mal, Eis. Was machen wir mit Eis? Okay, das ist schon teuer. Packen wir noch das dabei? Auch nicht. Okay, das geht wieder zurück, dann nehmen wir das hier. Ja, Handel. Handel erfolgreich. Sehr schön. Guten Flug. Es geht mir hauptsächlich um die Blaupausen tatsächlich. Den Rest kann man ja theoretisch so kaufen, ne? Da machen wir ja genug Geld mit. Aktualisierung. Was haben wir denn da? Zweite Reihe enthüllt. Ja, können wir eigentlich machen, ne? Zweite Reihe enthüllt? Jetzt bin ich gespannt, was das heißt. So, wir gehen mal nach oben. Ich muss hier auch irgendwann mal aufräumen. Wirklich. Das sieht hier aus wie so ein verlassener Ort. Ach, zweite Reihe, zweite Spalte. Ah, ich verstehe. Okay. So. Jetzt kann man das auch perfekt lesen. Was haben wir noch an Aktualisierungen? Airstrip. Dritte Reihe, erst vierte Reihe, fünfte Reihe und irgendwas Besonderes. Ich bin gespannt. Also jetzt ist dritte Reihe klar. Ja, okay. Okay, Blaupause ist auf jeden Fall dabei und Tabakko. Ey, da fällt mir gerade ein. Muss ich jetzt neue Sachen bestellen wieder? Produkte? Weil jetzt müssen wir ja noch mehr Produkte haben, ne? Ich meine, wir haben ja eh eigentlich sehr, sehr viel auf Lager, wenn du mal überlegst. So, wenn du mal überlegst, wir brauchen einfach nur immer zu den Regalen gehen und sagen auffüllen. Ah, hier. So, machen wir hier noch ein bisschen was. Davon ein bisschen Eiscreme. Nehmen wir davon zwei, davon einen.
Ja, Autopflege. Ja, können wir hier noch ein bisschen was von nehmen. Zeitung haben wir noch genügend. Teddybären ist nur eher im Angebot. Dann haben wir noch... Ah, ja, ist egal. Bin jetzt zu voll, da reinzuklicken und dann das zu löschen. Nehmen wir Zebra-Toy. Das nehmen wir. Das. So, einmal. 1200. Geht klar. So, das heißt, ich brauche das aber nicht mehr zu verschieben. Das ist gut. Ah, der ist... Ja. Joe ist wichtig hierfür, ne? Dass wir die Zigarren mit dem handeln können. Stimmt. Ja, chill doch mal. Achso, genau. Handeln. Wir nehmen das hier. Aztekenstatue. Nee, lieber Cookies. So. Oh, das ist aber echt toll. Okay. Nee, wieder zurück. Handel gescheitert. Handel erfolgreich. Okay. Sehr schön. So, dann holen wir mal unseren Abschlepper. Aber wir haben nur noch 7000, ne? Geh mal Joe kurz holen. Kann ich den mit den hier tanken? Der nimmt kein Flugzeugbenzin, ne? Moment, kann ich hier interagieren? Nee. Weil bei dem einen... Den Kanister. Warte. So, einmal aussteigen. Dann porten wir uns zurück. Ich erinnere mich nämlich gerade. So. Dann gehen wir mal kurz hier. Oh, ich muss hier unbedingt sauber machen. Kasse tanken. Pass auf, dann machst du mal ganz kurz sauber. Ja. Moment. Das machen wir hier weg. So. Ich habe gerade echt Stress. Oh, super Wurf. Sensationeller Wurf. Okay. Dann haben wir hier den nächsten. Den machen wir nämlich auch direkt mit. Dann müssen wir nämlich den... Also sagen wir mal so, das Spiel wird auf jeden Fall nicht langweilig. Man hat echt viel zu tun. So, dann nehmen wir einen Benzinkanister, war das? Ein Mitarbeiter besitzt, ja. Okay, voll. Dann können wir jetzt auch hinlaufen. Weil wenn ich jetzt hinter das Gebäude wieder renne, ist ja Blödsinn. Dann kommt schon nächste Flugzeug. Ich hoffe, das landet jetzt nicht da, wo ich geparkt habe. Nee. Okay, der leckt gerade richtig, wenn du tankst. Ja, komm. Das Flugzeug ist jetzt erstmal egal, sagte er und geht jetzt ganz schnell dahin, weil der hat bestimmt wieder eine Blaupause. Lagerhaustor, Waschanlage, Werkstatt, alter Verwalter. Immer noch nicht. Jetzt. Ne, doch jetzt. Spiel? Spiel? Was war das denn jetzt? Der ist ja voll hängen geblieben gerade. Kurios. So, Blaupause haben wir gar keine. Dann kannst du wieder abhauen. Wir haben noch nicht mal so Karten. Verweigern. Man muss ja nicht unbedingt handeln, ne? So. Auto ist voll. Der stürzt aber auch immer an der gleichen Stelle ab, ne? Ist dir jetzt schon mal aufgefallen? So. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal zu Joe, der mal wieder an der gleichen Stelle abgestürzt ist. Der lernt auch nicht zu. Ne? Also der fliegt immer und dann irgendwann sagt die Maschine so und er so, oh, ich weiß, wo man gut abstürzen kann. Das Spiel hat bestimmt gedacht, dass ich nicht nachtanke. Die haben jetzt damit gerechnet, dass ich liegen bleibe. Pass auf. Ich war aber cleverer als das Spiel. Ne? Also ich habe das Spiel überlistet. Ist so. Sagte er und fliegt gleich bestimmt auf der Seite oder so. Irgendwie passiert da bestimmt was. 100 pro. Nein? Okay. Junge, du hast hier aber einen richtigen Acker hinterlassen, ne?
Ja, so. Okay, X. Ja, ja, chill. So. Und dann fahren wir mal zurück. Weil zufälligerweise ist nämlich auch hier eine Straße, weißt du, die jetzt genau zu dieser Absturzstelle führt. Wenn du so ein bisschen außen rum fährst. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, dieser Turbo. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, weil du musst ja immer wieder deine rechte Maustaste ein bisschen runterkühlen. Oh, ich müsste aber mal ausprobieren, ob ich die Frax, die ich bei der Tankstelle habe, ob ich die eventuell auch wegziehen kann mit dem Wagen hier. Oder ob das jetzt nur für dieses Areal freigeschaltet wurde. Ich denke aber nicht, oder? Achso, man kann auch rauskollen, ja, perfekt. Sitzt der hinten noch im Flugzeug? Tatsache. Ja gut, aber der ist auch ein bisschen tief, ne? So, dann wieder abkühlen. Okay. Schade, dass... Okay, man darf keine Kommunikation oder elektrischen Geräte während der Autofahrt benutzen. Ja, aber wir sind hier nirgendwo. Entschuldigung. So. X und dann so und dann fahren wir wieder hier zur Seite. Und verlassen das Flugzeug. Okay, hallo, guten Tag. Ne, erst er hier. Sehr schön, dann gucken wir mal. You have no fuel. Was? Lol. Ja, hoch. Okay, aber... Der Preis deiner Produkte ist höher. Ja, okay. Aber trotzdem kann ich doch so eine Blaupause mit Muffins bezahlen, oder? Oder? Ja, siehst du? Oh, zwei. Hm. Wie oft kann man die nutzen? Skills freigeschaltet, kauft das Kommunikationszentrum, 12 Minuten Abklingzeit. Ah, die haben Abklingzeit, okay. Realtime oder im Ingame? Ja, handelt erfolgreich. Geht doch. So, guten Tag, schönen Tag noch. So, in der Werkstatt sind zwei Kunden. Aufgabenliste, leg eine Pause ein. Du gehst dann mal kurz die Kasse bedienen. Du hast auch Pause. Also. Genau. Und dann gehst du bitte tanken. Ja. Einstellen. Wohnwagen. Besetzt. Ah, wir haben 6 Wohnwagen. Wir können ja noch einen einstellen. Lol. Der ist ja noch besser. Wir brauchen ja gar keinen Wohnwagen mehr freischalten. Was macht der denn hier? So, jetzt geht richtig rund. Wir haben alles. Alles ist kaputt. Und was habe ich nichts Besseres zu tun, als den zu flicken. Könntest du das nicht selber machen? Nur mal so gefragt. Ja, Loch repariert. Alter Verwalter. Okay, das Loch ist schon repariert. Krass. Klebeband geht so schnell auf. Das hier ist so ein bisschen nervig immer. Ich guck mal, was da jetzt bei rausspringt. Also wenn sich das nicht lohnt, dann lasse ich den da hinten immer stehen. Ist so. Weil da muss ja, hier muss ja echt präzise sein. Ne? Du musst ja auch denken, da ist ja eine Aerodynamik hinter. Und wenn ich dann ein Klebeband falsch setze, dann beeinträchtigt das dann natürlich das Flugverhalten. Ist ja so.
Loch repariert, okay. Jetzt haben wir hier nochmal zwei. Ist jetzt auch die Frage, also bei dem Spiel jetzt, kommt das Klebeband, wenn das verbraucht wird, auf die Länge an oder auf wie oft man das benutzt? Ich muss bestimmt noch einmal, ne? Nein. Flugzeug repariert. Okay. Ja, akzeptieren. Ich hab doch die Zigaretten, oder nicht? Moment. Stimmt, die habe ich. Moment. Produkte. Lager. Genau, und die muss ich jetzt. Bleib bloß hier, Freundchen. Du hast die benötigten Gegenstände. Doch, habe ich. Hast doch gerade gesehen. Guck mal hier. Produkte. Flughafenlager. 5 Stück. Spielerprodukt. 5 Stück. Don Pedro Zigaretten. Haben wir. Was macht das denn jetzt? Nochmal. Produkte. Flughafenlager. Ach, das sind andere. Ah, ich verstehe. Okay. Warte. Jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen wieder Klarheit schaffen. Also, wir haben hier erstmal Flugzeugbenzin. Okay, das haben wir. Dann porten wir uns mal kurz zurück. Dann haben wir hier Neulieferung. So. Und ich glaube, Joe bleibt da jetzt so lange, bis er die Zigarren hat, ne? Da müssen wir mal gucken, wann der nächste Trade stattfindet. So, bitteschön. Dann haben wir einen Kunden in der Werkstatt. Ich fülle jetzt mal ganz kurz die Reifen nochmal auf. Wir müssen ja noch ein paar haben, ne? So. Ich schicke gleich einen vorbei, sobald sie zu zweit sind. Der Wasserdruck ist zu niedrig. Das machen wir jetzt auch. Wir arbeiten gerade die Liste kurz ein bisschen ab. So. Dann haben wir hier, müssen wir wieder zumachen, genau. Dann haben wir hier, Moment, jetzt geht rund. Füllen wir mal kurz das hier alles auf. Wir haben zweimal Müll, wobei, ja, Moment. So, guck. So, einmal Müll weg. Perfekt. Dann, die sind noch alle aufgefüllt. Werkstatt sind zwei, das heißt hier, er kann einmal kurz Auto reparieren. Kann ja mal zeigen, was er kann. Haben wir jetzt nur eingestellt. Kraftstofflieferung neben dem Flughafen können wir auch abarbeiten. So. Und dann haben wir es. Jetzt haben wir zwei Flugzeuge hier. Krass. Okay, was hast du? Nehmen wir das einmal und bekommst dafür Zigaretten. Oh, okay. Erfolgreich, sehr schön. Und, achso, ja, warte, dann tanken wir dich auch mal voll. Also man muss die nicht zwingend voll tanken, aber dann kriegst du halt Geld. Okay, hier haben wir nochmal eine Blaupause. Was ist das denn? Aboriginal Känguru. Ist Dekoration bestimmt, ne? Okay, mach mal Spielzeug, würde ich sagen. Oi. Das wird teuer. Zebra-Toy vielleicht noch ein bisschen? Okay, handeln. Handelt erfolgreich. Okay, wir haben auf jeden Fall... Wie viele haben wir jetzt wieder? Guck mal ganz kurz nach. Aktualisierung, Airstrip. 4. Reihe, 5. Reihe, 6. Reihe. Haben wir 6 Reihen? Guck mal ganz kurz nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube aber, dass die letzte Reihe irgendwas Besonderes wieder ist. Kann ich leider nicht angucken. Lager. Kapazität für Inventar plus 750. Okay.
Ja, vierte Reihe wäre natürlich interessant. Das Problem ist, wir haben drei Baupläne, Blaupausen, wie auch immer. Vier, ja. Also wir könnten halt auch die Dekoration dafür kaufen, diese Windmühlen zum Beispiel. Aber nachher sind die weg. Das ist halt das Problem, ne? Das ist wirklich ein Problem. Deswegen würde ich eher auf Upgrades gehen. Aktualisierung. Partytime hatten wir komplett, ne? Das hatten wir auch komplett. Okay, und hier. Warum kann ich das hin und her? Achso. Dann würde ich sagen, nehmen wir das hier, oder? Oder Lager. Lager wäre halt sinnvoll, ne? Komm, wir nehmen Lager. Lager ist... Du kannst halt noch mehr lagern, wie es halt schon so heißt, ne? Boah, schwierig alles. So, jetzt geht das schon wieder rund. Okay, Joe ist gerade hier. So, warte mal, jetzt kann ich kurz den Mitarbeiter ausruhen. Ausruhen, ausruhen. Das heißt Kasse, tanken, reparieren. Du kannst Pause machen. Wir bezahlen euch alle. Du bist am Tanken, du bist an Kasse machen. Ja, ist sehr schön. Dann haben wir 8000 Dollar. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir ihm hier helfen mit seinen Zigarren. Und eventuell dann natürlich weiter die Flugzeuge abarbeiten. In einer Minute kommt schon das nächste. Und selbstverständlich uns weiter um die Tankstelle kümmern und so weiter und so fort. Also wir haben noch hier einiges zu tun. Und eventuell werden wir auch hier mal ein bisschen aufräumen müssen, wenn wir ein bisschen Freizeit haben, wie jetzt gerade zum Labern. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.